Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch. Roger gegen Markus, an dem Montag Bundesratswahl, so ein bisschen Nachschau, dem Kosmos. Das Thema beschäftigt doch viele Leute und auch viele Journalisten immer noch. Und dann, was ist mit diesen Reichsbürgern in Deutschland passiert? Also Bundesratswahlen, du hast ja geschrieben, das sei keine Niederlage für die Städter und die Leute in der Agglomeration. Ich bin ganz anderer Meinung. Nicht nur im Ständerat werden wir dominiert von den kleinen Kantonen, nicht nur beim Ständemeer, sondern jetzt noch vollständig im Bundesrat. Und das Prinzip von One Man, One Vote wird immer mehr ausgehöhlt, wenn eine Stimme in Uri 40 Mal wichtig und gewichtiger ist beim Ständemeer mehr als in Zürich. Jetzt hat man einfach darüber gemacht, meiner Meinung nach. Ja, aber gut, lieber Roger. Also das mit Uri haben wir jetzt schon länger, oder? Das haben wir jetzt schon seit 150 Jahren. Nein, so und extrem nie hat es darüber gestört. Und jetzt, was hat sich eigentlich geändert an der Zusammensetzung von dem Bundesrat? Eine Bundesrätin aus dem Freien Amt, aufgewachsen in Sins, man sagt Seis, etwa 3000 Einwohner, die das Leben lang in Spiegel bei Bern gewohnt hat. Du kennst Spiegel bei Bern auch. Das ist ein kleines Dörfli am Gurten, gehört zu Könitz, aber das ist nicht urban. Und nur da hat sich geändert. Simonetta Sommaruga ist ersetzt worden durch eine Jurassierin. Und jetzt ein riesen Wehklagen in der ganzen Schweiz. Die Städte zeigen nicht mehr vertreten. Die sind vorher nicht besser vertreten mit der Simonetta Sommaruga, wo genauso ein Landei war, wie der Ueli Maurer oder wie die Elisabeth Baumschneider. Nein, also der Ueli Maurer kommt natürlich aus Hinwil, aber er ist immerhin ein Vertreter vom grössten und wichtigsten Kanton. Aber nicht von der Stadt. Aber gleich, aber natürlich, und er hat die enge Verbindung mit dem Stocker im Finanzdepartement in Zürich etc. Und jetzt, meiner Meinung nach, ist das wirklich sehr speziell, der Bundesrat, dass, glaube ich, Frau Keller-Sutter aus dem grössten Ort kommt im Bundesrat mit 20'000 Einwohnern. Ja, vorher war es Könitz. Könitz bei Bern hat 39'000 Einwohner. Spiegel bei Bern hat etwa, glaube ich, 2'000 Einwohner gehabt. Das war Simonetta Sommaruga, unsere urbane Medienministerin, die du auch kennst. Könitz bei Bern ist ein Teil von der Aglo Bern. Und Frau Baumschneider ist überhaupt nicht von einer Aglo. Und natürlich, was sich eben immer gezeigt hat, dass wenn die Bürgerlichen jemanden aus der SP wählen und sie haben eine Auswahl zwischen zwei Kandidaten oder Kandidatinnen, nehmen sie immer die Schwächer, oder? Und ja, das wieder passiert. Das ist ja die SP selber schuld. Also die SP hätte in Daniel Josic gehabt, der selber sehr städtisch ist, wohnt zwar, so viel ich weiss, wohnt er in der Stadt, ich weiss gar nicht, ob er jetzt in der Stadt wohnt, aber der ist sehr urban. Also, der hätte jetzt können haben, das wäre ein Städter gewesen und dass die gleichen linken Kreise sich jetzt beklagen, dass die Bürgerlichen, und übrigens nicht nur Bürgerliche, ich kenne sehr viele SP-Leute, die Baumschneider gewählt haben, also praktisch alle Welschen. Ich kenne sogar, Roger, ich kenne sogar aus der Region Basel Linke, die nicht Eva Herzog gewählt haben. Wenn die SP ein bisschen mehr geredet hat mit den Leuten, wenn die zwei jungen Chefs, Wermuth und Meier, ein bisschen geredet hätten mit den Leuten, hätten sie gemerkt, die Eva Herzog bringen wir gar nicht durch, weil die ist so unbeliebt im Ständerat. Vielleicht hätten wir gleich gescheiter den Daniel Josic gebracht. Also gut, also du bist ja voller Häme. Wermuth und Meier, die sagen jung zu unerfahren, schreibt von Babysozialisten, Revolutionromantiker, deren Work-Life-Balance sich zwischen Marx, Lesegruppe und Kinderkrippe abspielte. Das ist nur noch Häme. Und das Ganze ist natürlich... Nein, es ist ganz anders abgelaufen. Der Christoph Mörgeli, oder, ist ja auf den Thierry Burkhardt losgegangen. Warum? Der Thierry Burkhardt, Chef von der FDP, hat gesagt, ja, die hätten ja können auch Amherd oder Bärse hätten können das UWK. Also, die hätten das können machen. Es war nicht ein Fehler von uns und auch nicht von den anderen. Und was schreibt da der Christoph Mörgeli, der Kontakt hat, wie man weiss, zu einem Nationalrat von der SVP? Weder die SVP noch die Wirtschaftsverbände hätten Karin Keller-Sutter zu den Finanzen verholfen, ohne die verbindliche Abmachung, dass das UWEG ebenfalls in bürgerliche Hand kommen muss. Weder Bärse noch Amherd wären demnach für dieses Schlüsseldepartement in Frage gekommen und Matthäa Meier sagt, der Mörgeli hat recht, es war ein abgekartetes Spiel der SVP-FDP-Mehrheit, Markus. Also erstens hat man miteinander geredet und Thierry Burkhardt hat ein bisschen untertrieben. Natürlich hat es keine Verbindung
verbindliche Absprachen gegeben. Ich weiss, dass noch bis am Mittwoch hat man nicht genau gewusst, ob es denn im Bundesrat wirklich verhebt. Aber dass SVP und FDP schon seit Wochen über das geredet haben, das ist selbstverständlich. Übrigens hat aber auch die SP mit der SVP geredet. By the way, sie haben auch mit den Grünen geredet. Es reden alle miteinander. Verbindliche Absprachen, das ist falsch. Das glaube ich nicht. Christoph Mörgeli weiss es vielleicht besser. Ich glaube das nicht, weil das kann man gar nicht. Der entscheidende Punkt ist der, dass die Viola Amherd hat nicht wechseln wollte. Da wäre viel schwieriger gewesen, sie zu verhindern. Und noch viel schwieriger zu verhindern wäre gewesen, wenn der Alain Berset gesagt hätte, ich will es weg. Weil die Bundesräte, insbesondere der Bundespräsident Ignacio Cassis, hat sich wahrscheinlich nicht getraut, zu sagen, jetzt müssen wir abstimmen, 4-3, Alain Berset, du darfst das Uweck nicht haben. Er ist Amtsältester, er hätte zuerst können wählen. Wenn er das Uweck hätte wollen, hätte die SP heute das Uweck. Aber der Alain Berset, der elegante, vornehme Privatflüger, hätte das Uweck nicht wollen, weil es sehr viel Arbeit ist, das weiss er. Also, der Mörgeli, Köppel und die Truppe erzählen genau das Gegenteil von dem, was du da willst, jetzt wieder bringen. Ich glaube, der Berset ist natürlich abgestraft worden. Er war der Star von den letzten Jahren in der ganzen Covid-Zeit. Die anderen sind neben ihm verblasst. Und das hat natürlich nach einer Retourkutsche verlangt und die hat man ihm gebracht. Man hat ihn offenbar jetzt dort gelassen und man hat ihn dann nochmal doppelt abgestraft mit 140 Stimmen als Bundespräsident. Aber das Ganze ist auch unter anderem von der NZZ, also zum zweiten Mal von der Christine Neuhaus, wir haben letzte Woche schon geredet, das ist Machiavellismus von den Rechtsbürgerlichen. Und Arthur Ruttishauser im Tagesanzeiger sagt, das gibt eine Retourkutsche gegen die FDP. Und das tut Der Ruttishauser muss ein bisschen aufpassen. Er hat eine linke Redaktion, deshalb muss er ab und zu Zeug schreiben, was ein bisschen komisch ist. Bei der Christina Neuhaus verstehe ich es gar nicht. Wenn sie das Gefühl hat, wenn der Freisinn mal seit Jahren wieder mal etwas gelingt und wirklich das Finanzministerium für sich sichert, mit einer sehr guten Zusammenarbeit mit der SVP, wenn sie das als machiavellistisch bezeichnet, ist das vollkommener Unsinn. Es ist auch dumm, weil es schadet wirklich der bürgerlichen Sache. Aber Christina Neuhaus verstehe ich nicht, was sie da nachgedacht hat. Aber noch eines, du hast vorhin gesagt, ich darf das Gegenteil behaupten vom Köppel und vom Mörgeli. Nein, dummes Eich. Ich sage einfach, ich glaube nicht, dass verbindliche Absprachen gewesen sind. Ich weiss, ich könnte es fast sogar noch aufzählen, ich weiss, wie viele Sitzungen die gehabt haben. Das ist richtig, sie haben miteinander geredet. Der Thierry Burkhardt hat es ein bisschen untertrieben, wenn er sagt, da hat man überhaupt nicht miteinander geredet. Gleichzeitig ist klar, du kannst keine verbindliche Absprachen treffen. Und noch etwas anderes. Aber noch eines zum Alain Berset, weil den hast du jetzt gerade wieder aus dem Schneider gelassen. Erstens, der Alain Berset hätte, wenn er ein sehr, sehr engagierter, fleissiger Politiker wäre, hätte das Uweck können haben. Er hätte es können haben. Aber er weiss, Energiepolitik ist im Seich. Weg der linken Politik. Er will das nicht korrigieren, ist ihm zu blöd. Viola Amherd. Komm, jetzt Viola Amherd hat auch nicht wollen. Deshalb ist es überhaupt möglich geworden, cool, dass sie überhaupt die Mehrheit kann sich durchsetzen kann. Wenn nachher Matthäa Meier behauptet, es sei ein Machtkartell, da muss ich ja richtig brüllen. Die SP hat Gottverdeckel seit 30 Jahren mit einem kleinen Wähleranteil im Bundesrat eine überproportionale Rolle gespielt, nur mit Machtabsprachen, nur mit Machtkartell, entweder mit der CVP oder mit der BDP. Also ich zitiere einfach nochmal den Mörgeli, was ich wirklich nicht sehr gerne mache, aber ich nehme jetzt wirklich an, da hat er etwas wollen loswerden. Es hat verbindliche Absprachungen und Abmachungen gegeben, kann man nachlesen. Also reden wir noch über den Albert. Das stimmt nicht, Roger. Es ist ja gut, dass du den Christoph Mörgeli ernster nimmst als mich, dass du mich mit Freude zur Kenntnis nehmen, dass du das Gefühl hast, der ist viel zuverlässiger als ich. Aber da frage ich dich doch noch als so als irgendwie fluktuierende SVP und FDP Mann, warum kommt jetzt der Mörgeli und geht so auf den Thierry Burkhardt los? Das verstehe ich nicht. Und es gibt eben auch bei der SVP eine starke Truppe, wo jedes Mal, wenn etwas gelingt mit der FDP, das nachher am Schluss wieder muss kaputt machen. Und muss ich sagen, wenn die SVP halt mit ihren 30% langfristig allein bleibt, dann hat das genau mit solchen Leuten zu tun. Es hat genau mit diesen Manövern zu tun. Es hat auch mit dem Manöver zu tun gehabt, wo zum Beispiel gegen Albert Rösti, wo dumm war, sinnlos war. Die Gruppe hat eigentlich am letzten Mittwoch auch total verloren. Was war denn dumm gewesen? Es ist doch dumm, wenn du einen Kandidat hast wie der Albert Rösti, der in 99% auf deine
deiner Parteilinie ist. Und das Einzige, was vielleicht nicht ganz gut oder nicht ganz sicher bist, ist, wie er verhebt im Bundesrat, machst du so eine Attacke auf den, dass du nachher praktisch die ganze SVP spaltest. Das ist ja birrenweich. Und Entschuldigung, die Weltwoche steht ja der SVP nahe, dass sie sich selber ins Bein schiessen, das verstehe ich nicht. Also gut, dann muss man einfach wissen, dass der Köppel, wir haben es 100-mal gesagt, immer das Gegenteil von allen anderen erzählt, sogar wenn das Gegenteil von allen anderen ein völliger Stuss ist. Das macht er, da kann er nicht weggehen. Und darum hat das eine gewisse reduzierte Glaubwürdigkeit, was man dort lesen kann generell. Aber reden wir doch noch über Albert Rösch, ist jetzt im Aufweg. Er hat einen Konflikt mit der eigenen Partei, wenn er dort die Sachen durchsetzen will, wo er sich auch in letzter Zeit in Sachen erneuerbare Energie profiliert hat. Und es blüht ihm möglicherweise der gemögige Albert Rösti und die gemögige Boom Schneider, die jetzt im Bundesrat sind, die gemögigen werden vielleicht abgekauft. Und das mit dem halben SVP-Bundesrat kann relativ bald kommen. Ist ja schon mal abgesetzt worden vom Blocher als Parteipräsident, weil es nicht gebracht hat. Und wenn es jetzt nicht bringt für die SVP, dann kommt das wieder, Markus. Ja, das, wir können tränen. Ja, der halbe Bundesrat nicht. Samuel Schmid, den hat man deswegen so genannt, weil er nicht gewählt worden ist von der SVP. Er war nicht offizieller Kandidat von der SVP und er hat in der absolut entscheidenden Frage von der SVP eine andere Meinung gehabt, nämlich Europa. Deshalb hat Christoph Blocher seinerzeit als halben Bundesrat bezeichnet. Hat er völlig recht gehabt. Ist ja genau das Gleiche, wenn du einen SP-Bundesrat hast, wie zum Beispiel Otto Stich, der nicht offizieller Kandidat war, ist es auch lang gegangen, bis die SPD akzeptiert hat. Und Otto Stich war dann praktisch überall auf Parteilinie gewesen. Das ist dann der Unterschied. Also. Beim Albert Rösti ist nicht damit zu rechnen, dass der in wesentlichen Fragen von der Partei abweicht. Selbstverständlich wird er Zeug machen, die die Partei nicht gut findet. Er ist aber auch in einer Kollegialbehörde, das ist ja die Stärke von dem System. Aber grundsätzlich, die Stossrichtung wird bei ihm immer richtig sein, so wie beim Parmelin auch. Und der Parmelin macht auch Zeug, wo die Partei nicht freut. Dann bleibt er also der Ölbert. Das ist ein völliger Blödsinn. Ich finde das so herzig, wie die Linken jetzt verzweifelt sind. Ja, und die ganze Zeit mit Denunziation. Sie können nur noch mit Denunziation. Natürlich sind sie verzweifelt. Roger, das ist eine der grössten Niederlagen, die die SP eingefahren hat. Seit 1995. Ist ja zum Brüllen. Ja. Überhaupt nicht. Das wird die nicht mobilisieren. Weil sie haben das Problem, sie haben den Dani Josic abgesagt, einer der wichtigsten Leute von dem Flügel, der unheimlich wichtig ist für die SP und jetzt wahrscheinlich zu der GLP geht. Und wenn der Daniel Josic auch noch zu der GLP geht, dann ist die SP total in Schwierigkeit. Wieder eine weitere Prognose von Markus, die wollen wir testen, ob der Daniel Josic zu der GLP geht. Ich glaube, Ich glaube es auch nicht, aber es ist durchaus möglich. Nein. Aber ich möchte nur noch betonen, Roger, also in dieser Bundesratswahl habe ich überall Recht bekommen. Also Boom Schneider bin ich einer der Ersten gewesen und auch der Dominik Feusi vom Nebelspalter, wo Boom Schneider ernst genommen haben und gesagt haben, das ist ja durchaus möglich, dass sie gewählt wird und so weiter. Auch bei der Departementsverteilung haben wir total den Ton vorgegeben, haben wir sogar durchgesetzt, dass es genau so gekommen ist, wie wir es wollen. Also gut, erstens ist das völlig falsch. Ich habe extra unsere Sendung nochmal angehört, wo ich gesagt habe, Karin Keller-Sutter wird ins Finanzdepartement kommen. Hat sie gesagt, nein, das sagen nur die Linken, das wird nicht passieren. Das hätte ich sicher nie gesagt, ich habe es besser gewusst. Nein. Der Punkt ist, dass die Linken sagen, sie dürfen nicht reinkommen. Ich habe den Sonntagsblicker dort kritisiert. Das ist ja klar. Aber dass das du hast gesagt, der BRC muss unbedingt in die Finanzen gehen. Hat er gestimmt? Selbstverständlich hat er gestimmt. Haben wir ja gesehen. Dass du jetzt im Nachhinein noch das schönredest, finde ich also noch putzig von deiner Seite. Was, du nicht schönreden? Eben das Keller-Sauden habe ich gesagt, ich will in die Finanzen. Und du hast das abgeschrieben. Nein, das habe ich nie abgeschrieben. Weil ich weiss ja, dass sie das wollen. Das ist ja klar gewesen. Das haben ja alle gewusst im Bär. Aber dass sie es auch macht, habe ich dir gesagt. Ja, das war ja unsicher, ob sie sich durchsetzen im Bundesrat. Das ist der Punkt. Weil es nämlich keine verbindliche Absprache gegeben hat. Weil das nicht kannst zwischen der FDP und der SVP. Gut, also. Wir haben das behandelt und wir haben deine Meinung gehört. 3x4 mal das lange dort. Reden wir über das Kosmos, das ist das Kulturzentrum an der Langstrasse, wo ja pleite gegangen ist. Wir haben letzte Woche darüber geredet, ich wollte das weitertreiben, dann mit den Initianten und dem Leiter, dem Deckert und Roth, habe ich einen Doppelpunkt machen nach ihrem Interview vom Tagesanzeiger. Haben sie gesagt, nein, sie können nicht, sie wollen das nicht weitertreiben, aber es geht immer weiter. Und vor allem wird natürlich darüber gestritten, ist das je eigentlich nach normalen rechnerischen und buchhalterischen Kriterien in die schwarzen Zahlen gekommen. Die früheren Gründer und Leiter haben gesagt, ja, nachgerechnet, haben wir gemerkt, sie haben es eben nur dort geschafft, wo sie Covid-Subventionen bekommen haben.
Wie beurteilst du da jetzt die Auseinandersetzung, die da jetzt öffentlich stattfindet? Ja gut, das ist natürlich, wie soll ich sagen, für alle Beteiligten total peinlich, weil weisst du das Wort, weisst du nicht, aber offensichtlich ist das ein Unternehmen, das von Anfang an eigentlich schon gescheitert ist, weil sie viel zu hohe Kosten hatten. Ich meine, 150 Leute haben die am Anfang eingestellt gehabt. Ich meine, das ist ja wahnsinnig. Das kannst du ja, fast nicht finanzieren. Ja, auch wenn es dann nachher so 70 sind, ist das wahnsinnig teuer. Und, aber es passt ein bisschen zu den Leuten. Ich meine, Samir ist bekannt gewesen als exzentrisch, vielleicht auch ein bisschen egomanisch. Ja, also mit solchen Leuten ist es sehr schwierig zu geschäften. Also man hat viel können lesen. Es interessiert mich selber natürlich speziell, weil ich bin ja mal auch Kinobesitzer gewesen, im ABC in Zürich, in weiteren Städten etc. Auch Filmverleiher bei Rialto, Geschäftsführer und Mitbesitzer. Darum kenne ich die Kinobranche. Und eine Sache ist nie behandelt worden, nämlich dass es möglicherweise einen Grundlagenirrtum gibt. Nämlich, es gibt zwei Arten von Kino, Arthouse-Kinos für kleinere, künstlerische Filme. Andere Kinos mit möglichst viel Blockbuster, Kassenerfolg, die sind gross. Arthouse-Kinos haben kleine Säle, Commercio-Gruppe hat das vor allem gehabt, dann Riffraff von Houdini. Kittag, die grossen Säle. Und der Samir, der hat das Kosmos machen mit klar Arthouse-Film, hat keine spektakuläre Blockbuster wollen, aus ideologischen Gründen. Und trotzdem grosse Säle hat er wollen. Er hat sich geweigert, die Blockbuster zu spielen, aus ideologischen Gründen. Ist also praktisch gegen den Kommerz gewesen. Darum hat zum Beispiel gegen das Zürich Filmfestival, wo der dort wollen, gesagt, das ist bling bling, wenn wir nicht. Er hat also etwas Grosses auf die Beine stellen, ein Denkmal für linke Kultur und dann alles da, dass es nicht funktioniert. Ja, es ist tragisch, aber es ist auch irgendwie typisch. Weil eben, das, wenn es mit dem Zürich Filmfestival, das finde ich eigentlich der grösste Witz. Das ist der grösste Witz. Hey, wird das ist ja ein riesen, ja, aber am Anfang, wo ich mit ihm diskutiert habe, gesagt, nicht Unternehmer die werden. Spielen wir nicht, ja, und man weiss, sollen nicht Unternehmer werden. Wenn ich kein Geld, Kino, ja, für ein kleines Publikum, ja, ja. Und er hat dann du brauchst ein paar Blockbuster pro Jahr. Wobei, schlussendlich verdienst du an diesen paar Blockbuster das ganze Jahr. Aber auch das nicht mehr. Ich meine, man muss ehrlich sein, Kino ist doch vorbei, das ist etwa gleich, wenn ich den Nebelspalterprint kaufe. Das ist auch nochmal Nostalgie. Nochmal ist es ein bisschen weniger teuer als die Kinosäle. Nein, look, das ist doch eindeutiges Kino. Mal. Es ist ein Film nein, von meinem Geld. Nein, mal. Ja, bist du ein frecher Sieg? Hast du ein paar Dumme gefunden? Nein. Weißt du, bist ein ganz frecher Sieg. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel ich investiert habe, aber ich habe also sehr viel investiert. Gell? Gut, aber sehr Mehrheit ist von dir. Sehr viel. Ich habe trotzdem sehr viel investiert. Und ich verbrenne da auch mein eigenes Geld. Nein, das ist ein wichtiger Punkt. Aber grosse Kino, sehr gut. Weil es kommt gut. Kino? Nein, es kommt gut. Siehst du es brennen? Ja, es kommt gut. Nein, es brennt nicht. Wir haben alles völlig im Griff. Es kommt sehr gut. Trotzdem verbrennen wir Geld. Das ist auch normal. Nein, aber noch einmal, wegen dem Kino. Und du bist ja, ich meine, das war ja im 13. Jahrhundert, gewesen, dass du Kinobesitzer gewesen bist. Das ist auch lange her. Ich meine, Kino ist einfach eine aussterbende Branche. Ich weiss nicht. Ich würde sicher nicht investieren, aber vor allem würde ich, wenn schon investieren, eben, dann würde ich sicher Blockbuster zulassen, dann würde ich das Zürich Filmfestival zulassen. Aber du kennst ja die Geschichte auch von Matthias Ackeret, oder? Wo eine Lesung hat wollen machen mit dem Christoph Blocher im Kosmos, hat auch den Samir aus ideologischen Gründen nachher abgesagt. Ist gut, wenn er wie ein Politiker handelt, ist das okay, aber dann muss er sich nicht beklagen, wenn er nachher also bankrott geht. Ich habe das auch daneben gefunden, dass man hat ausgerechnet das Blocher-Prinzip in der 112. Auflage dort machen. Man hätte von Anfang an können sagen, der Blocher ist vielleicht nicht ganz ideal dort. Was man nicht richtig gemacht hat, dass man es zuerst zugesagt hat und dann wieder abgesagt hat. Nein, das heißt, das ist gar... doch, was ist das für eine Haltung? Was ist das für eine Haltung? Nein, dass wir einfach sagen, in unserem Land, es gibt gewisse Leute, die wir nicht wollen in unserem Ding. Das ist doch grusig. Wieso? Du lässt auch ganz viele Leute ein, die du anderer Meinung ja, bist, weil du mit anderes. Denen kannst diskutieren. Und du wirst doch sicher auch eine Lesung mit dem Christoph Blocher organisieren. Das ist doch birrenweich, Roger. Das zeigt doch, was für ein Bünzli das an mir ist. Das ist ein kleiner, pornierter, dogmatischer, linker Bünzli. Und Bünzli sind heute links. Deshalb haben sie auch überhaupt keinen Erfolg mehr. Es sind Langweiler, es sind Schrebergärter. Er ist richtig im... Ich rege mich auf. Nein, das ist doch ein Bünzli. Bünzli, gib's doch zu. Das ist doch ein Bünzli, der so engstirnig, kleinkariert denkt. Das ist doch peinlich. Das ist einer, der früher selber ein linker Bünzli war. Ja, wo es noch nicht Bünzli war. Und man weiss, die dann ins andere Lager wechseln, sind immer extremer. Nein, man muss sagen, im Albis Gürtli findet auch nicht irgendwie etwas links da. Das ist ja jetzt ein Blocher-Territorium und er sagt, das ist das neue Rütli. Es hat dort nicht reingepasst. Aber es hat gezeigt, dass man kein gutes Management gab.
dass er vor allem am Anfang gefunden hat, nein, ausgerichtet bei uns und im Volkshaus vielleicht auch, ist es ein bisschen anders als eben in den Zunfthäusern in der Stadt Zürich. Das ist halt so. Die Linken kommen dann nicht in die Zäufte rein und so weiter und so fort. Selbstverständlich kommen die dort rein. Das ist gar kein Problem. Nein, hör doch auf. Jedes Zunfthaus würde eine Lesung machen mit dem Roger Schawinski, obwohl er linksextrem ist. Das ist doch kein Problem. Und Albis Gürtli, nein, Roger, Albis Gürtli. Jeder könnte dort eine Lesung machen, ist ein grosser Saal, den musst du zuerst füllen. Das fällt vielen Schriftstellern schwer. Aber das ist nicht wahr. Das ist genau der Unterschied. Es gibt es nicht, dass der Toni Brunner in seinem Restaurant, da weisst du selber, der würde jeden einladen, jeder könnte dort eine Lesung halten. Und das ist immer so. Wenn man gross ist im Geist, dann ist man souverän. Und wenn man halt ein Bünzli ist, ein kleiner, linkskarierter Bünzli, dann kann man das eben nicht mehr. Gut, also ich glaube nicht, dass das ein gutes Beispiel ist, sagen, warum das versagt hat. Es hat noch Ego-Trips gegeben, Micromanagement. Man ist mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gut umgegangen. Aber grundsätzlich glaube ich, eben das, was ich da versucht habe zu sagen, und noch nie kam in die Diskussion, man hat etwas Grosses machen und kleine Filme bringen. Und das geht nicht. Reden wir jetzt über etwas anderes, über die Reichsbürger. Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch. Letzte Woche grosse Razzia in Deutschland mit 3'000 Leuten, Verhaftungen, Durchsuchungen etc. Und die Erkenntnis ist, es gab Ermittlungen, die ließen in den Abgrund einer militärischen Vereinigung blicken. Sie sind nicht nur irgendwelche Spinner, sondern ausgebildete Militär, sogar ein ehemaliger Kommandeur von einer Fallschirmjägertruppe. Die haben bereits schon eine Regierung zusammengestellt, weil sie akzeptieren die Regierung nicht, sondern sie denken, seit 1870, das Kaiserreich dort ein bisschen ins Wanken gekommen ist, dort hat Deutschland keine rechte Regierung mehr. Und die sind gewalttätig, das weiss man. Man kennt auch die NSU-Mord. Der deutsche Politiker Walter Lübcke ist ermordet worden. Dann in Hanau und Halle hat es die Mord gegeben. Und so. Und sogar ein Angriff auf den Bundestag ist geplant worden. Das sind schon irgendwie Entwicklungen, wo man sich die Augen reibt. Du nicht, natürlich. Wieso fragst du das so? Ja, weil du immer sagst, das sind die Linken sind immer Wieso? Die Bösen. Nein? Ich finde, es gibt auch Rechtsextreme, es gibt Linksextreme, es gibt Rechtsextreme und beide muss man genau gleich bekämpfen. Du bist einmal der, der mehr Verständnis hat für die Linksextreme, ich habe kein Verständnis für die Rechtsextreme. Ich finde völlig richtig, dass die Razzia gemacht haben, ich finde völlig richtig, dass gegen die ermittelt. Ich hoffe auch, es kommt zu Verurteilungen, weil sonst wäre es ein bisschen peinlich. Ich weiss auch nicht, was die Reichsbürger alles schon gemacht haben. Ich meine, es fängt ja schon mit dem Namen an. Wenn du in einem Land wie Deutschland dich Reichsbürger nennst, die sind nicht ganz bachen. Also ich meine, das ist grusig. Das ist sofort klar, was das heisst. Das ist nicht gerade Drittes Reich, aber das meinen sie natürlich. Es ist jenseits. Es ist eben nicht, dass man das kann gleichsetzen kann, links und rechts. Und der Gerhard Baum, der ist ehemaliger deutscher Innenminister, hat es gestern gesagt, von rechts der Extremismus ist viel gefährlicher, weil er in der deutschen Bevölkerung mehr Anklang findet als der Linksextremismus, den man zum Beispiel gesehen hat, dazu mal mit der RAF. Aber wenn man jetzt sieht... Das stimmt nicht. Und der Gerhard Baum ist wirklich ein explizit linker Freisinniger gewesen, der Innenminister, über den ich nicht sehr schätze. Nein, ich meine, die RAF ist natürlich weit in linke Kreise auf Sympathie gestossen. Ja. Und du weißt es selber, auch in Zürich, wir kennen die Leute teilweise sogar persönlich, wo zu der ganzen Sympathisanten-Szene gehört hat von der RAF. Damals war die RAF auch sehr gefährlich in den 70er Jahren. Nein, aber das ist eben anders. Da haben wir eine Partei wie die AfD. Und das Ganze, man nennt das übrigens neuerdings Salad Bar Extremismus. Da kommen Leute aus den verschiedensten Richtungen und tun sich an der Salad Bar irgendetwas aussuchen. AfD, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner etc. Aber zusammen finden sie sich dann finden in solchen Aktionen wie bei diesen Reichsbürgern. Und das ist extrem gefährlich. Also ich meine, ich habe noch nie gehört, dass die RAF überlegt, den Bundestag zu stürmen und dort eine neue Regierung einzusetzen, Markus. Das habe ich noch nie gehört. Wichtige Minister oder Vertreter von der deutschen Wirtschaft einfach verschiessen. Und sie haben dann das verschossen. Ja, aber die Reichsbürger haben bis jetzt, nein, weil ich weiss, die Reichsbürger haben es noch nicht geschafft. Der Walter Lücke, der NSU. Aber ist das Reichsbürger gewesen? Weißt du, eben das ist der Punkt. Ja, das ist, schau, der
ein paar Begriffe finde ich auch schon wieder ganz, ganz verdächtig. Das zeigt nämlich, es ist ideologisch eben sehr nicht homogen. Ist jetzt nicht. Kann man sagen, das ist typisch für die Rechten. Bei den Linken ist es anders gewesen, ist auch heterogen gewesen, aber am Schluss sind gleich alles Kommunisten gewesen. Aber noch einmal, die RAF ist aus meiner Sicht jetzt, was wir empirisch wissen, bis jetzt sicher gefährlicher gewesen als jetzt bis jetzt die Reichsbürger. Aber es kann ja sein, dass die Reichsbürger noch viel gefährlicher werden. Und noch einmal, ich finde es völlig richtig, wenn der deutsche Staat die bekämpft. Er soll sie mit allen legalen Mitteln bekämpfen, die er hat. Man soll die Leute verurteilen. Und man soll aber auch mal vielleicht noch ein bisschen in sich gehen in dem Deutschland und sich fragen, warum es solche Vollidioten gibt in dem Land, warum solche Vollidioten auf Verständnis stossen bei gewissen Leuten. Da kann man sich mal fragen, was da los ist in dem Land. Aber auch noch ein Unterschied, den du auch noch auf den schauen, dass da jetzt ehemalige hohe Militäre und ausgebildete Militärs dabei sind, Zugang zu Waffen, ausgebildet etc., die können das durchführen. Und Baader-Meinhof, das sind junge Leute, die haben sich alles Akademiker. Akademiker, ausgebildet von der PLO. Also sind dann alle im Libanon, viele sind auf Syrien oder auf Libanon sind ausgebildet worden, sind auch von der DDR die ganze Zeit unterstützt worden. Das ist übrigens auch noch ein Unterschied natürlich, warum TRAF meiner Meinung nach gefährlicher war, weil TRAF ist von der DDR unterstützt worden, sind dort können flüchten und so weiter. Also wir müssen nicht mehr über TRAF reden, die gibt es seit 40 Jahren nicht mehr, aber die Reichsbürger, die gibt es noch, und da gibt es eine Partei, AfD, die sind ganz nah bei denen. Ich weiss, du bist auch gegen die AfD, aber wenn man dann schaut, eben eine ehemalige AfD abgeht, Geordnete, jetzt sollen da, glaube ich, Justizministerin werden, etc., dann läuft es einem wirklich kalten Rücken runter. Das muss man jetzt einfach mal super untersuchen. Wir wollen genau die Verbindungen wissen. Ob es Verbindungen hat zu der AfD oder nicht, weiss ich nicht. Früher, in den 70er Jahren, hat man natürlich einmal behauptet, trafffähige Verbindungen zu der SPD. Hat es vielleicht durchaus gegeben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ermitteln, verfolgen, verurteilen, ist gar kein Problem. Und ich sage es noch einmal, das Land, Deutschland, ist in deep, deep Trouble, wenn sie solche Leute, wie viele Jahre haben wir jetzt, ich glaube 70 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg, seit das Dritte Reich weg ist, kommen die Leute, oder ein bisschen mehr, kommen die Leute und sagen, sie sagen Reichsbürger, das ist auf Deutsch gesagt zum Kotzen. Jawohl, das macht einem ein bisschen Angst, oder? Man hat jetzt schon mal so eine rechte Gruppierung, hat man nicht ganz ernst genommen, damals. Man hat das Gefühl, das könnte ich nie machen, die Spinner etc. Und dann sind sie plötzlich an der Macht gewesen. Und darum finde ich richtig, dass man möglichst früh, möglichst schnell und möglichst radikal das Ganze untersucht und das auch aufdeckt, was dort alles passiert ist und immer noch weiter passiert. Danke vielmals, das war unsere Sendung an dem heutigen Montag, nächste Woche, dann die letzte Sendung in diesem Jahr. Ich freue mich jetzt schon drauf, Markus. Ja, da freue ich mich auch drauf. Was denn du sagst, schon in der letzten Woche behauptet, wo sich dann bewahrheitet hat. Und so. Ich habe immer recht. Das ist mein Problem. Genau. Damit ist so ein einseitiger Mensch immer recht haben. Wenn einer das sagt, dann weisst du, wenn du jemanden einstellen musst. So, jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Viel Vergnügen und schönen Abend. Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.